Hallo, ich lade euch mal wieder zum Kochen ein. Es gibt mal ein turboschnelles Mittagessen. Es gibt die schnellste Lasagne überhaupt. 15 Minuten braucht die. Die mache ich in dieser Ultra, in der 1,8 Liter Ultra. Da wird sonst mein Brot drin gebacken. Für uns beide alleine reicht diese Menge Brot. Von 500 Gramm Mehl kann ich hier bequem ein Brot drin backen. Ultra zum Reinigen kommt sie in eine Spülmaschine. Sie ist bis 250 Grad hitzebeständig. Natürlich könnte ich sie auch einfrieren. Ich glaube, das ist über minus 20 Grad, 21, weiß ich nicht. Gibt meine Truhe sowieso nicht her. Eure bestimmt auch nicht. Also minus 18 Grad reicht normalerweise. Also ich könnte hier drin jetzt auch so eine Eiscassata machen. Würde funktionieren. Ich sollte nur vorher das Ganze ein bisschen einfetten für die Eiscassata, damit ich es anschließend wieder rauskriege. Das gleiche mache ich auch beim Brot. Ich fette es ein bisschen ein. Für die schnellste Lasagne brauche ich es nicht einzufetten. Da kommt jetzt rein. Ich habe da schon was vorbereitet. Kennt ihr das? Die Bolognese-Soße. Selbstgemacht. So. Da kommt mal unten so ein bisschen selbstgemachte Bolognese-Soße rein. Das Ganze etwas verteilen. Was ist wichtig bei der Lasagne? Die Lasagneblätter. Da die Ultra genauso wenig genormt ist, wie Lasagneblätter genormt sind. Also ich habe hier, glaube ich, zwei verschiedene Sorten, zwei verschiedene so Größen Lasagneblätter. So, jetzt kommt noch mal eine Lage drauf. Wird heute ein bisschen mehr. Das finde ich gut. Hab Hunger. Ja. Klar, für jeden, der einen heranwachsenden Jugendlichen hat oder ja, überhaupt Jugendliche im Haus, der lacht über diese Größe von Lasagne. Aber für Martin und für mich reicht das voll und ganz. So, und noch eine Lage, damit es sich auch lohnt. Also wir haben natürlich auch so eine Form, wo man einen heranwachsenden Jugendlichen mit satt kriegt. Das ist die 3,3 Liter ultra flach. Da kann ich das natürlich auch schon machen. So, das wird wieder schön hier oben verteilt. Und ich habe jetzt keine selbstgemachte Bechamelsoße, sondern ich habe Trick 17. Ich habe hier Creme fraiche genommen, Kräutercreme fraiche, ein Ei und das Ganze verrührt. Und jetzt brauche ich mal einen großen Teigschaber. Und dann kommt die weiße Soße hier oben drauf. So, eins der wichtigen Zutaten bei einer Lasagne ist Käse. Extra Portion Käse bei mir. Mein Lieblingsitaliener weiß schon, welche Pizza und extra Portion Käse. So, das Ganze ebenfalls wieder ein bisschen, damit alles gut bedeckt ist. Teilen. Und jetzt Käse. Der Mahlchef ist dafür natürlich ideal zum Reiben von Käse. Der Emmentaler war jetzt Kleinzeugs. Wenn ihr aber sowas wie Feta oder Mozzarella oder sowas damit reiben wollt, dann ist es sinnvoll, dass ihr langsam kurbelt. Wenn man dann zu schnell ist, ja, kann es schon mal anfangen zu matschen. Entsteht Reibungswärme. Parmesankäse ist Kleinzeug da drin. Natürlich kann ich auch Möhren da durchreiben oder Nüsse. Gerade wenn man irgendwie eine Backfee ist, sind Nüsse immer ganz wichtig. Feste Schokolade auch. Bei dieser mit der lila Kuh ist es genau wie bei Mozzarella langsam, damit das nicht anfängt zu schmieren. So, jetzt kommt der Käse da oben drauf. Ach, ich hätte euch ja mal vorher zeigen können, aber ich habe hier noch ein bisschen Käse. Der wird hier mal eben durchkriegen. Ah, bei Emmentaler kann man schon mal ein bisschen mehr machen.
So, das ist doch mal schicker Käse. So richtig schön klein und fluffig. Und es ist richtig Emmentaler und nicht irgendwas mit Gratin, sowieso Käse, sondern es ist richtig Emmentaler. Der kommt auch noch damit drauf. Und Käse wird bei uns nie gespart. So, dass der Behälter gut voll ist. Ihr wisst also, das gibt es für uns heute zum Mittagessen. Also eine gute Lasagne. Anders wie sonst, mal eben durchgucken, ja, kommt da jetzt der Deckel drauf. Sonst mache ich Lasagne im Backofen ohne Deckel. Hier kommt der Deckel jetzt drauf. Und wer jetzt das Rezept haben möchte, es ist wieder aus diesem besagten Kochbuch, wo schon die Seiten angekniffen sind und die Eselsohren da sind. Koch mal was. Ach, das sieht man jetzt verkehrt rum. Koch mal was von das Rezeptbuch von Tupperware. Also, das ist so eins meiner Lieblingsseiten. Das zum Teil schlägt schon von alleine auf das, was ich gerne mache. Gut, das kommt jetzt 15 Minuten in die Mikrowelle. Man könnte es natürlich auch wie eine normale Lasagne 45 Minuten im Backofen geben. Aber heute soll es ja mal schnell gehen. So, jetzt habe ich mal ganz frisch aus der Mikrowelle rausgeholt. Hört das? Das ist noch ordentlich am Brutzeln. Lasagne ist fertig. Und damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, dass es nicht nur irgendwie so gekocht aussieht oder so. Also der Käse ist auch kross. Also unsere Lasagne, unser Mittagessen ist gut. Oh, da in die Ecke sieht man richtig, das ist. Jo, ist kross. Essen ist gut, Essen ist fertig und das in 15 Minuten.